Recht herzlich willkommen zur Folge 198 von Towns. Da laden wir unseren Spielstand und dann schauen wir mal, wo die Sterbenden sind. Ne? Das war der Michael sein Kommentar. Oder war dem Michael sein Kommentar? Ja, letztes Mal war hier jemand gestorben und das lag daran, dass das da ein Kampf war. Die erste Person ist definitiv da gestorben und leider ist weiteres da nicht drin. Vielleicht haben wir noch anders irgendwo was. Oh, die fühlt sich powerful, aber... Achso, nee, wir haben ja hier noch eine Übersicht da... Unten, da ist ja noch jemand. Ja, das war wohl auch da. Also die sind definitiv hier oben irgendwo gestorben. Und diese Person ist da unten gestorben, wahrscheinlich beim Holen irgendwelcher Gegenstände, ne? Und wir sind hier natürlich auf Ebene 12, ja. Okay, dann... sollten wir reingucken, ob es besser ist, die 12 erstmal zu vermeiden, bis wir wieder genug Personal haben, ne? Ich denke mal schon. Das hat gerade gejingelt, das heißt, wir haben auch gerade wieder einen Hero bekommen, ne? Genau so ist es. Wunderbar. Okay, machen wir mal einen schneller und, ja, wenn wir schon hier unten sind, gucken wir hier gerade mal durch. Da hinten ist noch ein Gang weiter. Hier oben geht auch noch was, das wir noch nicht gesehen haben. Hier sind noch ein paar Ecken und da läuft sogar noch jemand drin rum. Was sind das für einer? Ein Werwolf. Hier geht's noch weiter. Hier auch noch. Also das ist noch nicht alles entdeckt. Hier geht's auch noch ein ganzes Stück weiter. Ja, okay, da ist ja noch reichlich, was wir sehen können. Man sieht es hier oben auf der Karte, da ist noch drei Viertel noch frei sozusagen. Ja, Kerzen haben wir hier unten auch. Die werden jetzt allerdings hier wohl nicht mehr hingebracht werden, weil wir die 12 ja gesperrt haben. Aber das ist nicht schlimm. Das kommt mit der Zeit. Hier haben wir schon eine Bahn durchgezogen. Ist dann die Frage, ob wir sie nicht weitermachen sollten, aber wir können auf jeden Fall hier noch Kerzen pflanzen, ne? So. Da sind drei. Das, Destroy the Stone, ne? Ja, das ist ein bisschen doof, dass man das erst da wegmachen muss und dann... So, 3, 4, 5, 6... Das heißt, da auch eine und hier haben wir irgendwie, glaube ich, geschlafen. Die stehen da falsch, kann das sein? Oder? Nee, doch nicht, passt schon. Destroy Stone. Dahin. Ja, 3, 1, 2, 3, ja super. Das Eisen ist da falsch, aber das ist mir jetzt auch egal. Da ist noch jemand gekommen, jetzt haben wir 4 Helden. Also Helden sind gerade groß im Kurs. 3, 3, da eine hin. Oder einer. 3, 1, 2, 3. Dann müsste da ja auch einer hin. Da einer hin. Und den Stein weg und eine Kerze dahin, oder? Dann haben wir ja noch eine ganze Ecke mehr gekriegt schon. Ja, hier im Gang geht auch was, ne? Aber... Ich denke mal, wir machen gerade den Gang da erstmal breiter, damit wir sehen, wo wir lang müssen, ne? Gut, okay. Happiness ist 19. Woran das liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Wie sieht's mit unseren Kriegern aus? Ja, dann haben wir letztes Mal die letzten beiden, glaube ich, noch zugemacht. Die machen wir jetzt mal zurück, damit wir mehr Arbeiter haben, ne? Das bringt ja sonst nichts. Da war noch was zu machen. Noch reichlich zu machen. Okay, ich höre jetzt nichts. Das heißt, da ist auch keiner unterwegs. Aber hier haben wir auch noch und die sind hier am Arbeiten. Und aus den Gründen ist wahrscheinlich dann, ne, sag schon, die Stimmung unten, ne? Stopp, da sind wir in der falschen Ecke. Wir müssen hier hin. So, und also hier habe ich ja ganz toll das gemacht. Eine Reihe dazwischen frei, damit die das nebenan hinlegen können, ne? Und so. Und was mache ich beim Getreide? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Überhaupt keine freien Reihen dazwischen. Also das ist vielleicht nicht so der... beste Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich so entfernen kann. Nee. Till, oder? Wahrscheinlich so. Das würde sagen, ich würde mal sagen, wir sollten vielleicht mal hier was wegmachen. Geht gar nicht so, wa? Cutweed Seedling. Machen wir mal so. Gucken, ob das wird.
Riesenfeld, die wissen gar nicht, wo sie das hinlegen sollen. Das bringt, glaube ich, auch gar nichts dann, ne? Das ist relativ mühsame Arbeit. So kriegen wir wahrscheinlich unsere Brotration auch schneller gemacht, weil die immer mitten ins Feld müssen, dann rauslaufen. Ich glaube, das ist nicht positiv. Jetzt stellt sich mir schon die Frage, ob wir das hier nicht verändern sowieso. Jetzt machen die da was. Getreide ernten oder? Ah, Getreide ernten. Gut. Machen wir da Katwitzidling. Oder machen wir sogar hier hin? Das ist eine Frage, ne? Da sehe ich schon, da können wir noch was bepflanzen. Damit wir Holzvorräte mehr kriegen. Ist hier auch so doof gemacht, ne? Da kann ich schon mal gleich eine Reihe rausschneiden nachher, ne? Chopplante Pinie, da auch nochmal. Und da auch nochmal. War nicht so die Idee, so einen Riesenball zu machen. Irgendwann ist man dann so weit, ne? Und dann macht man solche Fehler. Der wird aber vorne irgendwo geschlagen. Und da werden natürlich schon mal neue angepflanzt. Das ist doch auch schön. Kommen auch ganz viele, die das machen. Wunderbar. Ja, unsere Kerzenproduktion. Irgendwann stagniert die. Ich weiß nicht genau woran, aber ich gehe mal von aus, dass zu wenig reifes Holz da ist. Aber naja, groß sind die Bäume, aber ob sie schon reif sind, ist dann die nächste Frage. Wer weiß, wo sie weggeholt haben. Kurz einmal gucken, ob die Tür hier unten auf ist. Ist sie. Gut, da ist aber noch nichts passiert. Wie sieht's hier aus? Da ist nicht wirklich was gemacht worden, ne? Cutweed, was macht er dann? Das ist die Frage. So, ich will hoffen, dass es jetzt weggemacht wird auch dann. Aber sehen tue ich es nicht wirklich, ne? Die wachsen alle immer weiter und ich komme gar nicht hinterher. Ja, ich glaube, wir können natürlich auch hier noch was machen, ne? Das ist auch eine Möglichkeit, dass wir hier das Getreide vielleicht anpflanzen. Und da würde ich mal sagen, machen wir das so, oder? Da soll es erstmal umgraben. Und dann outsourcen war das, so schön wie das heißt, ne? So, jetzt passiert hier was. Die ersten stehen da drauf, aber es haben nur das Getreide weggemacht. Ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich das vorhabe. Vielleicht bemüht sich ja einer mal das zu tun, was ich gerade sage, aber ich glaube, das ist nicht wirklich so. Also die haben alle was anderes zu tun und nicht das, was ich gerne möchte. Ja, bitte einer wenigstens. Ne, sie stellen sich immer wieder woanders hin und nicht da, wo ich möchte. Jetzt ist das schon gewachsen, dann geht das auch wieder nicht. Na, sowas. Nicht wirklich. Da ist schon der nächste groß geworden. Nein, da können wir lange zugucken, da passiert nichts. Wir können aber hier oben mal... Oh, da ist aber was zugekommen, ne? Da ist jetzt, da sind schon welche drin. Da weiß ich nicht, ob wir das schon ausgewählt haben. Haben wir aber. Zwei Reihen haben wir gesagt. Oder sogar drei? Ich glaube sogar drei, ne?
Die roten Perlen sollen da alle rein. Und die können da auch alle rein. Ich glaube, die Kiste hatten wir schon ausgewählt, ja. Und die, glaube ich auch. Aber gucken wir gerade rein, ist ja nicht so wild. Ist, nee, die war noch nicht mal ausgewählt, guck an. Und die dritte Reihe ist nämlich auch noch rot, haben wir auch gemacht. Gut, okay. Ist nur die Frage, ob die auch rot ist, ist sie schon. Gut, könnt ihr hochtragen alle. Jetzt, sofort. Zack, zack. Gut, hier unten ist natürlich auch noch reichlich zugekommen, wo ich gar nicht weiß, ob ich die alle gemacht habe oder nicht, ne? Ja, das ist schon erledigt. Da ist was drinne. Auch erledigt. Ist was drinne. Ist erledigt. Ist was drinne. Erledigt. 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 Ist auch erledigt. Und die letzte in der Reihe. War die da oder habe ich die schon? Aber wenn, ist auch erledigt. Gut. Da kommen so hellblaue rein. Ist auch drinne. Die noch nicht. Das ist schon erledigt. Das ist auch erledigt. Fast. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die schon habe oder nicht. Gucken wir mal rein. Fast. Fast. Und dann haben wir noch die ganz unten. Die ist neu. Ja, dann fehlt da nur in der Reihe eine. Hier sind die lilanen Kugeln drin. Haben wir. Die ist neu. Die ist auch neu. Ist auch neu. Die erste im Dunkeln. Passt schon. Zweite im Dunkeln muss noch aktiviert werden. Und die letzte ist schon aktiviert. Wunderbar. Das ist eine hellere Sorte. Passt. Die muss noch. Die ist schon. Die muss noch. Und eine haben wir noch. Die ist schon. Dann haben wir hier eine neue Sorte. Ist das dann die? Oh, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ist da schon irgendwo bitte was drin? Nein. Da kommt auf jeden Fall das Orange rein. Haben wir von unten jetzt angefangen, machen wir von unten weiter. Die erste im Hellen. Die ist schon. Die noch nicht. Habe ich die jetzt gerade schon gehabt? Ich glaube, die habe ich schon gehabt. Die ist auch noch nicht. Die ist auch noch nicht. Die ist schon. Weil ich die mal nicht gerade schon direkt hatte. Aber okay. Und die habe ich, glaube ich, angewählt gehabt, aber nicht eingestellt. Genau so ist es. Da ist eine grüne drinne. Da soll auch so eine rein. Jo, ein bisschen langwierig jetzt, ich weiß, aber
muss ja auch gemacht werden. Micromanagement ist ja bei solchen Spielen immer super wichtig. Obwohl dies ja noch nicht fertiggestellt ist, aber passt. So, in der letzten Reihe sind die letzten drinne. Das können wir dann nicht so wirklich aufmachen, ne? Die ist schon. Die ist auch schon. Die müssen wir dann. Da ist schon, da ist schon. Ich glaube, das war jetzt die dritte von oben, ne? Die ist noch nicht. Und die in der Ecke ist auch noch nicht. Gut, dann haben wir sie durch da. Gut, da werden wir uns dann auch noch drum bemühen müssen. Und wir hoffen, dass die auch aufräumen hier irgendwann. Aber die roten Kugeln, die sind da immer noch nicht drin. Der Stuhl wird auch nicht rübergestellt. Da ist wohl noch was im Argen. Gut, wie sieht's hier aus? Hier ist gar nichts passiert. Da ist nicht ein Setzling gemacht worden. Dann machen wir das so. Keine Ahnung, ob ich das auch hätte langziehen können. Vielleicht wäre das auch gegangen, ich weiß es nicht. So, der erste ist hingegangen, macht das auch, was ich gesagt habe. Und dann liegt da wahrscheinlich sogar gleich das Getreide noch, wa? Nee, der hat es abgeerntet, das ist doch nicht wahr, oder? Und dann ist, glaube ich, der blaue Rahmen auch weg. Kaum zu glauben. Ich glaube, das wird gar nicht funktionieren, weil die da immer erst ernten und dann ist das weg. Ist schon krass. So, Lebensmittel, 6 Brote, Kuchen ist da, Birnen, Äpfel. Okay, das ist alles okay soweit. Was ist hier unten? Oh, da sind doch tatsächlich schon 2 Stellen passiert. Ja, ich glaube, das wird dir nichts mehr. Einmal Getreidefeld, immer Getreidefeld, oder wie ist das? Naja, können wir jetzt auch nicht erstmal ändern, oder? Na, auf der anderen Seite sollen wir froh sein, dass wir es haben, damit wir genug zu essen haben. Gut, hier ist was passiert, aber es wird nichts abgehackt. Ist hier irgendwo Holz drin? Ich glaube nicht. Da ist auch irgendwas im Argen. Was machen unsere Rohstoffe? Ist da irgendwie eine falsche Zuordnung? Hier habe ich jetzt schon 20 drin. Ich mache da mal einfach 10 Stück mal hin, ob das damit zu tun hat. Das, weil da steht nur Planted Trees. Ob das irgendwelche sind, ich weiß es nicht. Ob es spezielle sind. Vielleicht ist da ja was im Argen. Kann ja auch sein. Da laufen jetzt aber nicht hier 10 Leute hin und hacken Holz, ne? Das ist auch nicht so. Andere Möglichkeit ist natürlich nur die. Doch, Holz ist ausgewählt. Okay. Das hätte ja noch sein können, ne? Dass ich das nicht ausgewählt habe. Hurry, aber. Okay, weiß ich auch nicht. Ärgerlich. Gehen wir mal in den Keller, gucken, was da los ist. Einmal in die 12. Was ist passiert? Wir haben neue bekommen, oder? Nee, das muss ein Held gewesen sein, der da gekommen ist. Oder haben wir einen verloren und dann ist wieder einer gekommen? Ja, sieht so aus. Ja, hier ist keiner. Aber doch, wir hatten nur eben. Ne, wir haben die ja aus dem Dingenspool hier wieder zurückgemacht. Ja, Happiness 24, das ist noch nicht genug. Gucken wir mal hier unten, da ist ja irgendwo einer gestorben. Ah, der ist hier weitergegangen wahrscheinlich. Gut.
Haben hier unten noch mehr entdeckt, ne? Da noch nicht, aber hier. Ah, da liegt er auch. Ja, ich glaube, wir machen mal gerade nochmal die Ebene 12 frei, damit die da unten den holen. Den holen. Nicht die, sondern den. Ist, glaube ich, besser, wenn der da weg ist. Hier fehlt auch eine Kerze, ne? Die können wir vielleicht gerade noch setzen. Ach so, da ist so ein blaues Gel, deswegen sitzt da wahrscheinlich keiner. Eisen zerstört. Kerze hin. Ja, irgendwo kämpft hier einer. Hier unten, alles klar. Und er zieht gleich schon welche mit. Direct Wolves sind das, glaube ich. Ja, sah so aus. Die laufen so schnell, ich komme nicht hinterher. Und ja, dann geht er hoch. Und dann sterben unsere oben am Eingang, weil die da kämpfen müssen wahrscheinlich, ne? Da läuft auch noch einer rum. Hier, da waren sie gerade am Kämpfen und die sterben uns dann weg. Ah, der Held ist sogar dabei. Vielleicht sind es auch nur Helden gewesen. Nein, es war noch ein Arbeiter. Okay. Hier wird kräftig malocht, hört man. Das ist auch gut so. Ja, gut, okay. Dann würde ich aber auch so sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.